Liebe Freundin des Studium Universale, ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen kann zu einem weiteren Vortrag im Rahmen unserer Studium Universale-Reihe der Universität Leipzig im Wintersemester 21/22. Die Reihe steht unter dem Motto, was macht uns stark, was macht uns schwach? Und wir werden uns heute mit der Stigmatisierung von Menschen mit Suchterkrankungen beschäftigen. Insbesondere mit den Folgen, die diese Stigmatisierung beispielsweise für Ausstiegswillige hat und welche Möglichkeiten es zur Überwindung gibt. Unser Gast ist heute Herr Prof. Dr. Georg Schumerus, den ich Ihnen auch kurz vorstellen möchte. Herr Prof. Schumerus ist seit 2019 Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum hier in Leipzig. Und zu den wichtigsten Stationen seines studentischen Werdegangs, soweit mir diese bekannt sind, gehören Freiburg im Breisgau, Hannover und auch das King's College in London, wo Herr Prof. Schumerus Medizin studiert hat. Die Leipziger Zeit von Herrn Prof. Schumerus begann allerdings nicht erst mit seiner Berufung im Jahr 2019. Zuvor war er bereits zwischen 2004 und 2008 hier, und zwar im Rahmen seiner Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, damals unter der Leitung von Matthias Klaus Angermeier, der übrigens Mitbegründer des Vereins Irrsinnig Menschlich ist, über den wir hier an anderer Stelle in unserer Reihe ja auch noch was hören werden. Nach der Facharztausbildung ging Herr Prof. Schumerus 2009 an die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald am Standortkrankenhaus West in Stralsund, wo er dann von 2014 bis 2016 die Abteilung Sozialpsychiatrie und die ambulante Versorgung leitete. Wie bereits gesagt, hat er jetzt in Leipzig eine Berufung seit 2019, eine W3-Professur. Und Herr Schumerus ist hier weiterhin an sehr vielen Forschungsprojekten federführend beteiligt, die ich Ihnen jetzt im Detail gar nicht auflisten möchte. Wichtiger Schwerpunkt ist dabei das heutige Thema, nämlich die Einstellung der Gesamtbevölkerung zu psychiatrischen Krankheiten. Und damit fällt das natürlich in dieses Thema Stigmatisierung von Suchterkrankungen hinein. Herr Schumerus, ich danke Ihnen an dieser Stelle nochmal sehr herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, uns hier mit einem Beitrag zur Verfügung zu stehen, und wünsche Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, und alle, die sich angesprochen fühlen, einen schönen und interessanten Abend. Ja, danke. Das ist das, worüber ich sprechen möchte. Wir sind eindeutig in der Pandemie, deshalb sitzen Sie jetzt alle zu Hause und wir hier in diesem kleinen Studio. Und da drängt sich bei, was macht uns stark, was macht uns schwach oder umgekehrt, schon die Frage auf, wie es eigentlich mit Suchtmitteln ist. Und deshalb fange ich an, über Suchtmittelkonsum während der Pandemie kurz zu sprechen. Dann geht es um die Frage, was daran eigentlich verkehrt sein sollte. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, Stigma als Reaktion auf Sucht. Und am Ende geht es darum, ob man es vielleicht besser machen kann, als wir es bisher machen. Ja, also der Veränderung des Konsums von verschiedenen Substanzen während der Pandemie. Da hat man ja vermutet, dass insgesamt mehr konsumiert wird einerseits. Auf der anderen Seite konnten wir ja alle weniger konsumieren, weil man nicht mehr weggehen kann. Und genauso ist es auch. Also ein paar Leute haben weniger konsumiert, und zwar vor allem diejenigen, die gerne außerhalb des Hauses konsumieren, also die gerne weggehen zum Trinken oder zum andere Dinge konsumieren. Und diejenigen, die eher zu Hause konsumiert haben, haben dann oft auch eher mehr konsumiert, weil es auch weniger Abwechslung gab. Und das ist so eine Abbildung aus einer Arbeit von einem Kollegen hier, Jakob Manteil, der ein großes Survey also in vielen europäischen Ländern in der ersten Welle der Pandemie gestartet hat, wo die Leute selber angeben sollten, ob sie nun eigentlich mehr oder weniger konsumieren. Sie sehen, dass es also geraucht wurde insgesamt, das ist dann rechts das Rote, eher mehr. Illegale Drogen wurden eher weniger getrunken, das ist unten der große grüne Balken links, was vielleicht auch einfach damit zu tun hatte, dass die schwerer zu besorgen waren in den Lockdown-Situationen. Genau, und insgesamt kann man sagen, es gibt Leute, die haben mehr konsumiert. Und das waren vor allem diejenigen, die psychisch belastet waren.
die auch über Stress in der Pandemie geklagt haben. Das waren auch Leute, die zu Hause im Lockdown Kinder zu versorgen hatten. Und alle, die das gemacht haben, wissen, dass das auch mit Stress einfach was zu tun hat. Das waren auch deshalb vor allem Leute mittleren Alters. Es waren auch Leute, die vor der Pandemie schon riskant konsumiert haben, die dann in der Pandemie mehr konsumiert haben als vorher. Und es waren eben diejenigen, die vor allem zu Hause getrunken oder geraucht oder was auch immer gemacht haben, die dann auch mehr konsumiert haben. Das heißt, man kann nicht eindeutig sagen, es wurde mehr konsumiert, aber es gab bestimmte Gruppen, die mehr konsumiert haben. Und natürlich wissen wir, dass es viel schwieriger war in der Pandemie, wenn man jetzt ein Konsumproblem hatte, sich da selber zu helfen, weil einfach die Hilfsangebote sehr stark eingeschränkt waren und auch einfach soziale Kontakte, die soziale Kontrolle nicht mehr so gegeben war wie vorher. Aber wir müssen am Anfang, glaube ich, darüber reden, warum es eigentlich schlecht ist, Suchtmittel zu konsumieren. Denn eigentlich muss man ja sagen, Suchtmittel zu konsumieren ist überhaupt gar nicht schlecht, sondern erstmal gut, sonst würde es ja keiner machen. Also wenn man, es gab mal so einen Artikel in der Zeit, die auch, das fände ich gut, mal Stimmen zusammengetragen haben von Leuten, die hier jetzt illegale Drogen nehmen und die sind alle also euphorisch. Das ist super. Also das sind ganz neue Erlebnisse. Das sind Dinge, die man sonst gar nicht erlebt. Man fühlt sich besser, man tritt besser auf. Also man denkt eigentlich, ist erstmal eine gute Sache. Also warum sollte man da was dagegen haben, wenn es den Leuten gut geht? Und in die gleiche Richtung geht ja auch die Werbung für die am weitesten verbreitete legale Droge Alkohol, die ja sehr stark mit positiven Dingen verbunden wird in der Werbung. Und das funktioniert, sonst würde die Werbung das nicht machen. Also da wird Geld dafür bezahlt, um diese Assoziation zu verstärken. Und wir alle, die wir gerne mal auch in Gesellschaft trinken, wissen, dass es natürlich angenehm ist. Und hier wird das eben noch so ein bisschen weitergetrieben. Also erlebe alles. Das ist schon eine ziemlich absolute Aussage der Brauerei Beck's, aber zeigt eben auch ein bisschen, dass in unserer sehr alkoholpermissiven Gesellschaft es tatsächlich so ist, dass fast alle wichtigen Dinge, also Hochzeiten, auch Beerdigungen, Geburtstage, Jubiläen, also alles wird eigentlich immer mit Alkohol begossen und man kann sagen, dass Alkohol zu einem gepflegten Lebensstil irgendwie dazugehört. Also, dass man jetzt sagen kann, Suchtmittelkonsum ist grundsätzlich schlecht, dass, also wenn wer das sagt, der ist im Widerspruch mit der Mehrheit der Leute, die die ganze Zeit konsumieren und möglicherweise auch ein bisschen mit sich selbst. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass gerade Alkohol mit unglaublich vielen negativen Folgen verbunden ist. Das fängt an mit der Gewalt, ein Riesenproblem. In einem sehr hohen Anteil von Gewalttaten ist Alkohol im Spiel. Das fängt bei der Kneipenschlägerei an, ja, wo die Leute betrunken sind, aber hört da eben nicht auf. Da geht es um sexuelle Gewalt, um Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Kinder. Ganz ungut. Erstaunlich, dass die Substanz legal ist, muss man sagen. Dann geht es um Unfälle, also Unfälle im Straßenverkehr, Unfälle auch im Haushalt, alle möglichen Unfälle sind um einiges wahrscheinlicher, wenn Alkohol im Spiel ist. Und tatsächlich ist auch oft Alkohol im Spiel. Und da will ich jetzt gar nicht auf Alkohol beschränken, alle anderen Substanzen, die die Reaktionszeit verändern, und das ist nun bei den psychoaktiven Substanzen einfach regelhaft der Fall, begünstigen Unfälle. Dann ist wahrscheinlich nee, gar nicht am gravierendsten, aber ein großer Teil, wo man sehr ins Detail gehen kann, ist das Versagen in sozialen Rollen. Dass einfach soziale Verpflichtungen nicht mehr wahrgenommen werden. Ich habe eine Studie gelesen, wo Kinder aus Familien von Leuten mit Alkoholproblemen also nach bestimmten Situationen gefragt wurden, wie oft sie die erlebt haben. Zum Beispiel, dass Versprechen nicht eingehalten werden oder dass man sich schämt für seine Eltern oder dass man Dinge tun muss, die man eigentlich normalerweise nicht tun muss, um sozusagen das Versagen der Eltern auszugleichen. Und das kommt in allen Familien mal vor, aber in Familien mit jemand mit einer Suchtproblematik einfach viel, viel häufiger. Das ist weit über die Hälfte der Kinder, die sowas erleben muss und wo klar ist, dass die Eltern einfach ihrer sozialen Rolle als Eltern in dem Moment nicht mehr nachkommen. Und das sind jetzt die ganzen Folgen, die noch gar nichts mit der körperlichen Gesundheit zu tun haben, sondern nur die sozialen Folgen. Insgesamt muss man sagen, wenn man an die Folgen von Substanzen denkt, dass man zunächst mal die Wirkung der Substanz beschreiben muss. Und da kommen wir beim Alkohol gleich noch drauf, dass das natürlich jetzt keine gesunde Substanz ist. Dann
Gibt es andererseits auch die Folgen des Substanzentzuges? Auch gerade beim Alkohol oder bei manchen Medikamenten können die körperlich gravierend sein. Bei anderen Drogen sind die psychisch einfach sehr, sehr stressend. Dann gibt es die, jetzt muss ich eigentlich zur Seite gehen, man geht immer zur falschen Seite, also so genau, den Begleitkonsum, der bei vielen illegalen Drogen die Probleme einfach noch mal sehr verstärkt. Und dann gibt es das Verhalten unter Substanzeinfluss, also was tue ich, was mache ich alles, was ich eigentlich nicht machen sollte, was schädlich ist, aber auch was tue ich nicht, was ich eigentlich tun sollte und was eher günstig wäre. Und das alles kann man zusammenfassen unter den sozialen Folgen. Ich möchte das einmal konkretisieren und zwar am Beispiel Cannabis. Da gibt es eine ganz schöne Studie unter Studenten oder Studierenden und weil das ja hier das Studium Universale ist, dachte ich, das passt hier hin. Und zwar gibt es ja in den Benelux-Staaten eine wesentlich liberalere Regelung, was den Substanz von Cannabis angeht. Und in Maastricht war es so, dass eine Zeit lang, also die meiste Zeit, es Coffeeshops gab, wo eigentlich alle Studierenden sich ihren Bedarf an Cannabis besorgen konnten. Das ist die grüne Phase, die hier über etwa 2 Jahre ging. Und dann gab es eine Änderung. Dann durften sich nämlich nur noch Leute aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland und Frankreich, die also den Nachbarländern sozusagen, nee, aus Frankreich nicht, nur Niederlande, Belgien, Deutschland durften sich in den Coffeeshops Cannabis besorgen und die anderen, die aus anderen Ländern kamen, durften das nicht mehr. Das heißt, ein Teil der Studierenden war von diesem Cannabis-Supply ausgeschlossen. Und ein Jahr später durfte dann niemand mehr in diesen Coffeeshops einkaufen. Und das hatte Folgen auf die akademische Performance. Also einmal sieht man sieht hier 2 Kurven. Die gestrichelte Kurve, das sind diejenigen, die weiter Cannabis kaufen durften. Und zunächst mal in der grünen Zeit, als alle das durften, merkt man vor allem so eine saisonale Schwankung der akademischen Performance. Aber die beiden Kurven laufen parallel. Und dann darf die eine Hälfte nicht mehr in den Coffeeshop und man sieht, deren Performance ist auf einmal viel besser als die von denjenigen, die weitergehen dürfen. Und dann darf niemand mehr gehen und die Performance von allen Studierenden wird auf einmal besser. Und das haben die Autoren ganz anspruchsvoll berechnet. Ich gehe nochmal zur Seite, dass ihr es lesen könnt. Und kommen dann nach vielen auch immer sehr kritischen Berechnungen zu dem Schluss, dass auch wenn man das konservativ berechnet, insgesamt die akademische Performance um etwa 0,1 Standardabweichung besser wird, wenn man nicht mehr in den Coffeeshop darf. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Kurs zu bestehen, um gut 5% wächst. Also man konnte da sehr gut sehen, dass so eine politische Veränderung, also der Zugang zu Cannabis, unmittelbaren Einfluss hat auf die akademische Performance oder umgekehrt, dass einfach Cannabis rauchen dazu führt, dass man weniger gut ist und eher durchfällt, zumindest in einem kleinen Prozentsatz. Ein anderes Thema sind die Gesundheitsfolgen von Alkohol. Also ich werde jetzt nicht sämtliche negativen Folgen von allen Substanzen hier aufzählen. Das wäre erstens ein bisschen viel für die Vorlesungszeit und außerdem auch ein bisschen deprimierend und auch nicht das eigentliche Thema der Vorlesung. Aber beim Alkohol will ich doch mal darauf eingehen, weil das oft unterschätzt wird, wie ungesund Alkohol eigentlich ist. Das ist der Anteil von direkt alkoholbezogenen Todesfällen an allen Todesfällen insgesamt. Und da sehen Sie ganz recht, 10% aller Todesfälle in Europa lassen sich auf Alkohol zurückführen. Und das sind bei Männern 12% und bei Frauen 8%, weil Frauen einfach weniger trinken. Wenn man sich jetzt die Todesursachen, die auf Alkohol zurückzuführen, anschaut, über die Lebensspanne, dann merkt man, dass es da so ein Shift gibt. Ganz oben, es fängt bei 0 Jahren an und hört unten bei über 84 Jahren auf. Und am Anfang dominieren die Unfälle. Dann kommt die Selbstverletzung dazu, also willentlich, mit der Absicht, sich umzubringen oder auch nicht, aber jedenfalls, man tut sich selber was an. Dann kommt Krebs, total wichtig, völlig unterschätzt. Alkohol ist eine kanzerogene Substanz. Dann kommen hier Erkrankungen des Verdauungstraktes. Dazu gehört die Leberzirrhose, die einem ja immer sofort als erstes einfällt, die aber eben nur eine Krankheit unter vielen ist, die durch Alkohol verursacht wird. Und dann kommen noch im höheren Alter dann Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also wenn man viel trinkt, hat man eigentlich in jedem Lebensalter die Chance, an irgendwas zu erkranken. Und ich muss an der Stelle immer den wirklich sehr beeindruckenden Diskussionsbeitrag von Jürgen Rehm, einem
renommierten Alkoholepidemiologen bringen. Der wurde nämlich bei so einem Vortrag dann von dem etwas verunsicherten Publikum gefragt, ja, wie viel darf ich denn jetzt eigentlich trinken? Was ist denn jetzt eigentlich eine gesunde, eine sichere Menge? Und dann meinte er, ja, also wenn man die gleichen Grenzwerte für Alkohol anlegt wie für andere krebserregende Substanzen in Lebensmitteln, dann sind es etwa 2 Bier im Jahr, die man sicher trinken kann. Und alles darüber ist dann einfach, muss man wissen, wofür man das, also wie viel einem der Spaß wert ist sozusagen. Und der Zusammenhang zwischen Krankheitsrisiko und Konsummenge ist total wichtig für unseren Umgang mit Suchtmitteln. Und auch hier ist das ist Alkohol ein gutes Beispiel. Das hier ist eine Arbeit von diesem Jürgen Rehm, der das jährliche Sterberisiko grundsätzlich links oder das Sterberisiko über das ganze Leben aufgrund einer Verletzung, die durch Alkohol verursacht wurde, aufzeigt in Verbindung mit der Menge, die man im Durchschnitt täglich konsumiert. 80 Gramm Alkohol sind etwa eine Flasche Wein. Und Sie sehen, wer so eine Flasche Wein am Tag regelmäßig trinkt, der hat, also dessen Risiko ist ziemlich hoch. Und je höher, je mehr man dann trinkt, das wird dann irgendwann, zumindest das Verletzungsrisiko wird dann einfach, das steigt eher exponentiell. Das Wichtige hierin ist aber, dass wenn man jetzt seinen Konsum von einer Flasche Wein auf eine halbe Flasche Wein reduziert, dann trinkt man immer noch ziemlich viel. Aber man lebt wesentlich gesünder. Man reduziert sein Krankheitsrisiko enorm, gerade in den hohen Bereichen. Das heißt, wenn jemand, der regelmäßig eine Flasche Schnaps am Tag trinkt, sein Konsumverhalten ändert und nur noch 4 Bier am Abend trinkt, also hat er sozusagen seine Lebenserwartung um einiges verlängert und sein Krankheitsrisiko sehr, sehr stark gesenkt. Das heißt, und das ist ein Meinungspapier, was wieder Jürgen Rehm gemeinsam mit vielen anderen Kollegen veröffentlicht hat, der sagt, im Grunde ist es gar nicht so sehr eine Frage, ist man jetzt abhängig oder nicht, sondern es ist eine Frage, wie viel von den Substanzen konsumiert man eigentlich. Denn die Konsummenge über die Zeit ist das, was die biologischen Veränderungen im Gehirn verursacht. Also wer einfach über eine lange Zeit viel trinkt oder andere Substanzen konsumiert, dessen Gehirn verändert sich am stärksten. Jetzt muss man, um das zu präzisieren, sagen, besonders stark, wenn man in den Lebensphasen konsumiert, wo das Gehirn sich entwickelt, also in der Adoleszenz, aber auch über die Zeit hinweg. Es ist auch so, dass die Konsummenge über die Zeit am Ende für wichtige Folgen wie die Toleranzentwicklung oder die Schwere der Intoxikation oder die Schwere der Entzugssymptome verantwortlich ist. Auch die wichtigsten sozialen Folgen hängen jetzt nicht davon ab, ob man jetzt eine Abhängigkeit hat, sondern am Ende davon, wie viel man in dem Moment trinkt. Natürlich ist es so, dass wenn ich abhängig bin, fällt es mir schwerer, nichts zu trinken. Insofern gibt es da einen Zusammenhang. Aber was am Ende schädigt, ist, bin ich betrunken oder nicht? Oder bin ich intoxikiert oder nicht? Und nicht, bin ich abhängig oder nicht? Das ist eine abstrakte Sache, die mein Verhalten steuert, aber die Schädigung entsteht durch die Menge, die ich zu mir nehme. Das heißt, die Konsummenge ist eigentlich das, was uns interessiert. Und das, was die relevante Größe ist, um eine Verbesserung der Gesundheit oder eben eine Verschlechterung zu erreichen. Das heißt, wenn wir über Suchtkrankheiten sprechen, dann haben wir oft so ein dichotomes Bild im Kopf. Wir sagen, jemand ist entweder abhängig oder nicht. Das heißt, jemand, der an einem Abend sich viel gönnt, aber sich ganz sicher ist, dass er nicht abhängig ist, der ist dann quasi gesund. Und jemand, der sich genauso viel gönnt, aber abhängig ist, der ist dann quasi krank. Aber in dem Moment verhalten die Leute sich relativ ähnlich. Wahrscheinlich hat derjenige, der häufig viel trinkt, verhält sich wahrscheinlich sogar adäquater, weil er mehr gewöhnt ist. Aber darum will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber auch der Schaden für den Körper ist von beiden identisch. Es ist nur anders definiert. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich richtiger, wenn man auch bei Abhängigkeitserkrankungen nicht von einem Entweder-Oder spricht, sondern von einem Kontinuum. Dass man es Leute gibt, die sozusagen nie gar nichts trinken, die sind dann ganz rechts. Oder Leute, die sehr viel, sehr oft trinken oder andere Sachen konsumieren, die sind dann eher links. Und dann gibt es alle möglichen Abstufungen dazwischen. Und das ist jetzt auch gar nicht so neu, wie ich das hier darstelle, sondern die Diagnosekriterien für die Abhängigkeitserkrankungen sind auch so. Man muss
zum Beispiel von 6 Kriterien im ICD-10 oder von noch mehr Kriterien jetzt im neuen DSM-5, eine bestimmte Anzahl über eine bestimmte Zeit erfüllen, um die Diagnose einer Abhängigkeit oder jetzt im DSM-5 einer Substanzgebrauchsstörung zu erhalten. Und gerade in dem amerikanischen System ist es so, dass inzwischen zwischen milder, moderater und schwerer Störung abgestuft wird. Das heißt, da ist schon klar, das ist nicht ein Schwarz oder Weißes, sondern eher, wie tief stecke ich sozusagen in der Erkrankung drin. Und gerade das amerikanische System hat da auch noch stärker die sozialen Rollen, das Funktionieren in den sozialen Rollen mit eingeführt. Das heißt, wenn es darum geht, wie man am besten mit Suchtkrankheiten umgeht, muss man sagen, dass auch eine Reduktion des Konsums die Gesundheit erheblich verbessert und auch die sozialen Folgen verbessert. Das ist einfach ein Unterschied, ob ein Familienvater jeden Abend 2 Bier trinkt oder eine Flasche Schnaps. Ja. Ob in der Therapie jetzt eine Reduktion des Konsums oder Abstinenz das Ziel ist, ist am Ende eine pragmatische Frage. Und tatsächlich ist es so, dass pragmatisch Abstinenz oft viel besser funktioniert, weil es für die allermeisten Leute, die eine schwere Abhängigkeit entwickelt haben, leichter ist, am Ende gar nichts zu trinken, als ein bisschen zu trinken, weil dann Dinge wie Kontrollverlust nicht eintreten. Aber gleichzeitig ist das nicht immer der Fall. Es gibt Leute, die es partout auch wirklich nicht schaffen, gar nichts zu trinken oder was anderes zu konsumieren. Und für die ist dann natürlich die am niedrigstmöglichen mögliche Dosis das bestmögliche Outcome. Und da greift das therapeutische Prinzip der Harm Reduction ein, also des Verhinderns von Schaden, wo die Frage ganz oder gar nicht keine Rolle spielt, sondern eher die Frage, wie kann man möglichst viel Schaden verhindern? Und dazu gehört dann eben manchmal der kontrollierte Konsum, ist das Schlagwort beim Alkohol, oder bei den Opiatabhängigkeiten zum Beispiel die Substitutionsbehandlung, total wichtig. Man kann Leute sehr, sehr lange immer mit Opiaten substituieren. Man nimmt dann solche, die nicht solche Spiegelspitzen haben, damit man diesen Peak nicht hat, der das angenehme Gefühl vermittelt, sondern eher einfach die Entzugssymptome verhindert. Aber Leute können dann ein völlig normales, gesundes Leben führen über viele Jahre, wenn sie substituiert werden, weil das einfach der beste Weg ist, dann die Schädigung durch die Abhängigkeit zu verringern. Ja, das war so etwas im Allgemeinen. Und jetzt kommen wir auf die Stigmatisierung von Menschen mit Suchtkrankheiten. Das ist ein dickes Brett, weil es unser Verhalten zu oder unser Verhältnis zu Suchtkrankheiten, glaube ich, ganz tiefgreifend prägt. Zunächst ist Stigmatisierung ein Merkmal, das den Betroffenen von anderen Menschen unterscheidet und ihn dabei herabwürdigt und ausgrenzt. Und es gibt, also gerade beim Alkohol, viele Hinweise, dass sozusagen das Image oder das Stigma, Alkoholiker zu sein, tatsächlich diese Funktion erfüllt. Wenn man bei Google eine Bildersuche macht mit dem Suchwort Alkoholiker, dann kommt man auf viele unlustige, viele abstoßende, viele unerfreuliche und wenig wertschätzende oder irgendwie unterstützende Bilder. Stigmatisierung ist ein Phänomen, was in den 60er Jahren von einem Soziologen, Goffman, zum ersten Mal beschrieben wurde und was seitdem eine ganz eigene Wissenschaftstradition nach sich gezogen hat. Und dabei ist es wichtig, dass man versucht, diesen Begriff zu definieren. Und zwar tut man das mithilfe eines soziologischen und psychologischen, also wirklich an der Grenze liegenden Prozessmodells, das die amerikanischen Soziologen Bruce Link und Joe Phelan sich also zusammengefasst haben. Und das beginnt mit dem Labeling, mit dem Benennen und also der Wahrnehmung und der Benennung einer Normabweichung. Und das ist gerade beim Thema Suchtmittelkonsum total augenfällig, weil wir ja alle konsumieren, in dem einen oder anderen Zusammenhang mehr oder weniger viel. Und die entscheidende Frage ist, ab wann wird das als Problem definiert? Also wenn jemand jetzt, ich bleibe jetzt gerne beim Alkohol, viel trinkt, gut feiert und viel verträgt und das kein Problem ist, dann ist das jemand, der sozial total anerkannt ist. Sobald derjenige aber in den Verdacht gerät, er könnte die Kontrolle verlieren oder er könnte ein Alkoholproblem haben und hat auf einmal das Label Alkoholiker, dann verändert sich die Bewertung. Dann ist das überhaupt nicht mehr der Mittelpunkt der Feier, sondern ist auf einmal jemand, dem man mit Misstrauen begegnet, dem man anders begegnet.
Und das liegt daran, dass man mit dem Label Alkoholiker oder auch Drogenabhängiger oder Junkie oder was auch immer, das ist sozusagen eine Schublade, die dann aufgeht. Und in dieser Schublade sind ganz viele negative Stereotype, also Vorstellungen über diese Person oder über diese Gruppe von Personen allgemein, die ich jetzt auf die Person anwende, ganz egal, ob das auf diese individuelle Person jetzt zutrifft oder nicht. Also wenn ich jemanden kennenlerne und mitbekomme, der ist Alkoholiker oder hat eine Alkoholabhängigkeit, dann habe ich bestimmte Vorstellungen davon. Also dann habe ich einfach eine ganze Packung mit Stereotypen, die ich dann unwillkürlich einfach aktiviere und die dann dazu führt, dass ich auf denjenigen anders reagiere. Man ist dann vielleicht ein bisschen misstrauischer, ein bisschen vorsichtiger in der Interaktion. Man traut ihm nicht so richtig über den Weg, vielleicht ist man auch richtig ablehnend, vielleicht ist man auch ganz unangenehm berührt, weil man auch selber unangenehme Erfahrungen mit Alkoholikern oder Menschen mit Alkoholproblemen gemacht hat. Und das führt dann dazu, dass man sich von dem Träger dieses Labels und damit dem Träger des Stigmas abgrenzt. Man möchte nicht mehr so viel mit dem zu tun haben. Und das führt dann zu Diskriminierung. Das heißt, das sind alles Reaktionen, die jetzt nicht darauf beruhen, dass ich mit dieser Person eine bestimmte Erfahrung gemacht habe, auf die ich reagiere, sondern dass ich eine bestimmte Vorstellung von dieser Person habe aufgrund des Labels, aufgrund der Stereotype, was bei mir dann eine Reaktion hervorruft. Und das führt dazu, dass ich denjenigen anders behandle, als ich ihn sonst behandeln würde. Das ist Stigmatisierung. Und Stigmatisierung findet immer dann oder kann nur dann stattfinden, wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, den anderen schlecht zu behandeln. Das heißt, ich muss in einer Position der Macht sein. Also ich arbeite ja nun in der Psychiatrie und es gibt viele auch lustige Stereotype über Psychiater. Und wenn ich jetzt einen Patienten der Psychiatrie, wenn die sich gegenseitig Psychiaterwitze erzählen, dann könnte ich sagen, oh, die stigmatisieren mich, aber das ist unangemessen, denn in dem Moment bin ich ja derjenige, der in der Psychiatrie doch die Regeln setzt, der dafür zuständig ist, für Aufnahme, Entlassung. Also ich bin in der strukturell mächtigen Position und die PatientInnen sind das nicht. Und das heißt, wenn die PatientInnen einen Witz über Psychiater machen, ist das okay. Aber wenn das Personal sich jetzt über die Patienten lustig macht, das ist überhaupt nicht okay. Weil in dem Moment das Machtgefälle wirksam ist und das sofort eine Diskriminierung ist. Wenn Schüler sich über ihre Lehrer beschweren, ist das okay. Wenn die Lehrer sich einzelne Schüler rauspicken und die aufgrund von irgendwelchen Merkmalen diskriminieren, ist das nicht okay. Also es kommt immer auf diesen Power- oder Machtgradienten an. Ja, und jetzt kommen wir zum Stigma von Suchtkrankheiten konkret. Und eine Methode, wie man das Stigma misst, ist, dass man die Leute in der Allgemeinbevölkerung nach ihrer Haltung fragt. Da kann man natürlich schlecht fragen, würden Sie jemanden mit der und der Erkrankung stigmatisieren oder diskriminieren? Da sagen natürlich alle nein. Also stattdessen arbeitet man oft mit hypothetischen Situationen. Zum Beispiel hypothetischen Situationen, in denen man mit der Person in Kontakt treten könnte. Also würden Sie denjenigen als Arbeitskollegen akzeptieren, zum Beispiel mit einer bestimmten Krankheit? Oder wäre Ihnen so jemand als Nachbar recht? Da gibt es eine ganze Reihe von Situationen und oft nimmt man dann auch gar nicht einen Begriff, sondern beschreibt erstmal eine Person, die das Problem hat und fragt dann, würden Sie diese Person als Nachbarn zum Beispiel akzeptieren? Und dann, das nennt sich das Bedürfnis nach sozialer Distanz, also das Bedürfnis, sich von der Person abzugrenzen. Man kann das dann immer nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern mit mehr oder weniger auf einer mehrstufigen Skala. Da gibt es auch kein falsch oder richtig. Das ist eher so ein Gefühl, wie nah würde ich so jemand an mich ranlassen? Und da zeigt sich, wenn man dann so den Summenwert von solchen Skalen nimmt, dass bei der Depression, die Sie hier hinter meiner Schulter, Moment, so rum, genau, gerade noch sehen können, ist das Bedürfnis nach Ablehnung am geringsten. Dann kommt die Schizophrenie, dann kommt mit noch einem stärkeren Bedürfnis nach Ablehnung die Alkoholabhängigkeit und am stärksten wird hier in dieser Studie, die aus den USA ist, jemand mit Kokainabhängigkeit abgelehnt. Das sind jetzt Daten, die sind schon 20 Jahre alt, aber das wurde ganz oft repliziert, das ist einfach so. Diese Reihenfolge ist ziemlich konstant. Umgekehrt kann man die Leute, nachdem man ihnen so eine Fallbeschreibung geschildert hat, auch fragen, ist das eigentlich eine Krankheit im medizinischen Sinne? Und da zeigt sich dann, dass bei der Schizophrenie sehr viele Leute sagen, ja, das ist eine Krankheit. Bei der Schilderung einer Depression sagen auch jetzt in Deutschland 60, 70%, das ist eine Krankheit.
Und bei der Alkoholabhängigkeit sind das eben nur 50%. Da sind sich die Leute nicht sicher. Wobei eigentlich die Alkoholabhängigkeit von der Schilderung am leichtesten zu erraten ist, denn da geht es um Alkohol. Und es ist klar, dass derjenige ein Problem hat, aber ob der jetzt wirklich krank ist, da ist die Öffentlichkeit gespalten. Auf der anderen Seite ist die Öffentlichkeit nicht gespalten, wenn es darum geht, zu sagen, dass derjenige eigentlich selber dran schuld ist, ob er dieses Problem hat. Wenn man also fragt, inwieweit sind Leute mit verschiedenen Krankheiten selber daran schuld, dass sie diese Krankheit haben, dann sagen sehr viele bei der Alkoholabhängigkeit, der ist selbst schuld. Bei der Depression sagen das ganz wenige, das sind 12% oder 15%, bei der Schizophrenie sind es weniger als 10%. Bei der Zuckerkrankheit, die ja auch verhaltensassoziiert ist, also der sehr viel häufigere Typ-2-Diabetes entsteht ja durch unsere Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, sagen es auch nur etwa 30%, dass man selber dran schuld sind. Und beim Krebs, wo es ja Krebsformen gibt, die von einem abhängen und welche, die das nicht tun, sagen es auch nur sehr wenige. Also da fallen die Suchtkrankheiten oder die Alkoholabhängigkeit schon raus. Da ist irgendwie am deutlichsten, dass wer da ein Problem entwickelt, ist eigentlich selber schuld. Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, dass Menschen mit Suchtkrankheiten insgesamt besonders stark abgelehnt werden im Vergleich zu anderen psychischen Krankheiten und erst recht im Vergleich zu anderen körperlichen Krankheiten. Das Stigma von Suchtkrankheiten unterscheidet sich dabei vom Stigma anderer psychischer Krankheit durch diese Schuldzuweisung. Also Sie haben gesehen, jemand mit Schizophrenie oder Depression wird nicht für seine Krankheit verantwortlich gemacht. Wenn man depressiv ist, fühlt man sich dafür verantwortlich, weil man eine Depression hat. Da sind Schuldgefühle quasi Teil der Erkrankung. Aber von außen ist das viel weniger der Fall, als man meinen sollte. Und bei den Suchtkrankheiten ist es aber ganz stark so. Das heißt, Suchtkrankheiten werden insgesamt weniger als Krankheit angesehen und eher als Fehlverhalten. Und jetzt die Frage, ist das eigentlich überhaupt ein Problem? Denn am Ende geht es ja um Verhalten. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Es geht darum, trinke ich viel oder trinke ich wenig? Und wer trinkt denn? Also doch über die Person, die trinkt. Oder wer raucht den Cannabis oder wer nimmt die Drogen? Immer die Person. Und im Grunde ist doch vielleicht so eine klare Reaktion auf ein Verhalten vielleicht eine ganz angemessene Reaktion. Man kann sagen, dass das Stigma von Suchtkrankheiten nämlich im Unterschied zum Stigma zu anderen Eigenschaften, die stigmatisiert werden, eine ganz starke normative Funktion hat. Vielleicht mache ich hier noch einen kleinen Umweg und sage, was zum Beispiel andere Eigenschaften sind, die stigmatisiert werden. Also Rassismus zum Beispiel, ja, ist ja eine Form der Stigmatisierung aufgrund einer äußeren Eigenschaft, zum Beispiel der Hautfarbe. Und niemand würde ja sagen, wir behandeln Leute mit dunkler Hautfarbe schlecht, damit die eine helle Hautfarbe kriegen. Auf keinen Fall, sondern wir behandeln die aus anderen Gründen schlecht. Es gibt, also die Theorie ist, dass das eine Dominanz ist, dass das sozusagen aus dem Kolonialismus kommt in den USA, aus der Erfahrung der Sklaverei, dass es darum geht, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe unten zu halten, damit die uns unsere Privilegien nicht streitig macht und von uns weiter ausgenutzt werden kann. Ähnlich kann man sagen, die Diskriminierung von Frauen durch Männer ist ganz klar eine Frage des, eine Machtfrage. Man möchte nicht, dass die Frauen Männer werden, sondern man möchte, dass die Frauen zurücktreten und den Männern ihren Einfluss lassen. Das ist bei Suchtkrankheiten anders. Hier ist es nicht so, dass man von demjenigen, der eine Suchtkrankheit irgendwie erwartet, dass er jetzt für mich arbeitet oder meine Privilegien nicht angreift, sondern hier ist es so, dass ich möchte, dass er sein Verhalten ändert. Ich sehe, das ist ein Problem, ich toleriere das nicht und deshalb stigmatisiere ich den und lehne den ab und behandle ihn richtig schlecht, damit er das kapiert und am Ende sein Verhalten ändert und seinen Konsum wieder zurückregelt. Also entweder sozusagen aus meinem Umkreis verschwindet, damit ich mit dem Problem nichts zu tun habe, oder aber abstinent wird im besten Fall und dann wieder Teil der Gruppe werden kann. Man könnte also eigentlich sagen, dass das Stigma eigentlich ein durchaus legitimer Versuch ist, das Suchtproblem zu lösen. Denn je stärker ich jemanden ablehne, desto eher spürt er ja auch die Konsequenz. Also Konsequenzen spüren ist so ein Satz, der in der Suchtbehandlung oder im Umgang mit Sucht ganz oft auftaucht. Jemand muss einfach jetzt mal die Konsequenzen spüren. Der muss erst mal ganz unten ankommen, damit er die Konsequenzen spürt und dann vielleicht merkt, dass es nicht okay ist und dann wieder anfängt oder dann irgendwie motiviert ist, was zu ändern. Also wer ausgeschlossen ist, der merkt, dass es nicht okay und dann wird er motiviert, um sein Verhalten zu ändern. Dann wäre Stigmatisierung eigentlich gar keine Behandlungsbarriere oder gar nichts Schädliches, sondern eigentlich
Also fast so eine Art Motivationshilfe. Man könnte das zusammenfassen, Suchtkranke sollten schlecht behandelt werden, damit es ihnen wieder besser geht. Und wenn man das so auf die Spitze treibt, dann ist auch klar, dass das natürlich nicht stimmt. Diese Grafik ist entstanden im Rahmen eines Workshops, damals noch in Greifswald. Wir haben ein Memorandum erstellt, Suchterkrankungen verstehen, das Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwinden, das ist ja auch der Vortragstitel, wo eine sehr bunte Gruppe von Experten aus allen Richtungen zusammenkam, um sich eine Woche mit diesem Thema zu beschäftigen. Und einer der Experten war Werbegrafiker und hat dann ein paar Sachen sehr gut so schriftgrafisch zusammengefasst. Und das ist einfach eine super Zuspitzung. Die ist aber gar nicht so weit weg von dem, wie wir mit Suchtkranken umgehen. Jetzt komme ich auf mein Forschungsgebiet, die Einstellungsforschung, und zeige Ihnen ganz spannende Verlaufsdaten. Wir haben 2001, das war Matthias Angermeier, mein erster psychiatrischer Chef und gleichzeitig mein Vorgänger hier in Freiburg, der hat eine Umfrage gemacht in der Allgemeinbevölkerung, wo er unter vielen anderen Fragen eine Frage zur Ressourcenallokation im Gesundheitswesen gestellt hat. Und zwar ein bisschen fies, er hat den Leuten 9 Krankheiten zur Auswahl gegeben, nämlich Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung und so weiter. Sie sehen die da auf der linken Seite. Und dann gesagt, also die Mittel im Gesundheitswesen müssen gekürzt werden, wir müssen alle sparen. Nennen Sie bitte die 3 Krankheiten, bei denen man Ihrer Meinung nach die Mittel auf keinen Fall kürzen sollte. Und dann sehen Sie, dass fast alle sagen dann Krebs, viele sagen Herz-Kreislauf-Erkrankung, AIDS, Diabetes und so weiter. Und ganz unten kamen jetzt die 3 psychischen Krankheiten, Schizophrenie, Depression und ganz am Ende Alkoholismus. Alkoholismus war damals ein akzeptierter Begriff, deshalb taucht er hier in der Ergebnisdarstellung auf. Und dann haben wir 2011 die gleiche Frage nochmal gestellt. Und da hat sich eigentlich fast nichts geändert, außer Sie sehen, dass AIDS so ein bisschen abgestiegen ist, vom 3. auf den 4. Platz. Dafür ist Diabetes aufgestiegen. Die Depression ist vom vorletzten Platz auf den 4. Platz aufgestiegen. Das ist eine Verbesserung. Aber ganz am Ende unverändert die Alkoholabhängigkeit. Und dann haben wir das Ganze nochmal jetzt 2020 wiederholt. Ich versuche mal aus dem Bild zu gehen. Zu Zeiten der Pandemie, da war der Einleitungstext, in der Pandemie müssen die Mittel im Gesundheitswesen auch priorisiert werden oder so. Also wir haben so etwas auf die Corona-Situation Bezug genommen, weil es ja tatsächlich die Frage war, wer wird behandelt, wer wird nicht behandelt, welche Operationen, welche Behandlungen werden zurückgestellt und so weiter. Also und jetzt sollten die Leute wieder die 3 Krankheiten nennen, bei denen man ihrer Meinung nach die Mittel auf keinen Fall kürzen sollte. Und siehe da, die Depression ist weiter aufgestiegen, ist jetzt an 4. Stelle. Die Schizophrenie, das sind auch mehr Leute, die da sagen, da sollte man nicht sparen, aber es bleibt der vorletzte Platz und ganz am Ende unverändert die Suchtkrankheiten. Und das ist jetzt schon erstaunlich, weil es war schon klar, dass Substanzkonsum in der Pandemie im Lockdown ein Problem ist. Also genauso wie Depression ein Problem war. Aber Depression, das hat verfangen. Da haben die Leute gemerkt, das ist wichtig, da sollte man nicht sparen. Und Sucht hat irgendwie überhaupt nicht verfangen. Da ist eher die Haltung, warum soll man dafür Geld ausgeben, wenn jemand doch eigentlich einfach nur aufhören soll, das Zeug zu nehmen? Also wo ist das Problem? Warum sollte man dafür jetzt, wenn die Ressourcen knapp werden, noch was investieren? Genau. Und da sind wir genau an der Stelle. Suchtkranke sollten irgendwie schlecht behandelt werden, damit sie irgendwie motiviert sind, sich zu bessern. Und tatsächlich ist diese Haltung nicht nur nicht hilfreich, sondern schädlich. Und da will ich jetzt einfach ein paar Beispiele bringen. Und zwar zunächst nochmal erklären, dass Stigmatisierung in unterschiedlicher Art und Weise auftritt. Zunächst mal als öffentliches Stigma. Was denken die anderen, was tun die anderen, um mir zu schaden? Und das ist die Art von Stigma, die ich jetzt sozusagen die ganze Zeit referiert habe und an die man zuerst denkt, die wir auch in unseren Umfragen abfassen. Dann gibt es aber natürlich auch noch, also man selber lebt ja nicht im luftleeren Raum, man hat ja selber auch bestimmte Haltungen und Einstellungen. Und ich denke ja auch was über mich selbst. Und wenn ich jetzt ein Substanzproblem habe, dann macht das ja auch was mit mir, mit meinem Selbstbild. Und das könnte mich auch eher schwächen. Dann gibt es das strukturelle Stigma. Das sind einfach Regeln oder Abläufe, die bestimmte, also Menschen mit einer bestimmten Diagnose oder einer bestimmten Eigenschaft benachteiligen. Also im großen Maßstab waren das Apartheidsgesetze, Rassentrennung, die Judenverfolgung im Dritten Reich. Da sind wir hier nicht. Aber ich werde zeigen, dass wir durchaus auch beim Umgang mit Suchtkrankheiten solche strukturellen
Fallen haben sozusagen. Und dann gibt es immer noch die Frage, ob Stigma eigentlich erlebt wird oder ob es vermieden wird, indem man einfach niemandem verrät, dass man Alkoholprobleme hat oder es vielleicht einfach auch vor sich selber am liebsten geheim hält. Ja, öffentliches Stigma hat enorme Auswirkungen auf Leute, die suchtkrank sind. Das ist eine Umfrage, die im Rahmen einer Promotion jetzt unter 130 Leuten, die stationär entgiftet haben, damals in Stralsund gemacht wurde. Die wurden gefragt, wie sie damit umgehen, wenn sie mit Vorurteilen konfrontiert werden. Und dann sagen die, naja, man versteckt sich oder man trinkt einfach noch mehr, weil man sich so schlecht fühlt. Und das sind eigentlich so die beiden Reaktionen. Man zieht sich zurück, es geht mir sehr nah, man ist dann geplättet, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Oder man vermeidet die Situation. Und das hat unser Grafiker ganz schön zusammengefasst in ich schäme mich, also trinke ich, also schäme ich mich, also trinke ich. Das ist so eine Spirale, die einfach dazu führt, man fühlt sich schlecht. Und wenn man nun aber weiß, was gegen Schlechtfühlen hilft, nämlich Substanzkonsum, dann führt das einfach sehr schnell dazu, dass man eher mehr trinkt als weniger. Besonders wenn man eine schwere Abhängigkeit hat. Die dritte Form war die Selbststigmatisierung und das hat Pat Corrigan, ein anderer amerikanischer Stigmaforscher, in so einem progressiven Modell der Selbststigmatisierung zusammengefasst. Jedem ist klar, was die anderen über eine bestimmte Gruppe denken. Also wir alle wissen was oder haben eine Vorstellung davon, was die Mehrheit über Menschen mit Alkoholproblemen denkt. Und irgendwie ein bisschen was davon denke ich ja auch. Also wenn ich an Alkoholiker oder Leute mit Alkoholproblemen denke, dann kommen mir auch irgendwelche Bilder in den Kopf, vielleicht jemand, der vorm Netto steht und da mit seinen Freunden billigen Alkohol trinkt oder irgendwas. Und jetzt komme ich in die Situation, dass ich zum Beispiel im Lockdown gestresst bin, zu Hause, wenig Ausgleich habe, meine Freunde nicht sehe und dazu komme, dass ich immer mehr trinke. Und irgendwann überlege ich, trinke ich jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Ist das eigentlich mehr, als ich will? Und dann muss ich mich auf einmal mit meiner eigenen Vorstellung vom Alkoholiker oder vor jemandem mit Alkoholproblemen auseinandersetzen. Bin ich jetzt auch einer von denen? Gehöre ich jetzt auch dazu? Und das ist sehr schmerzhaft. Und oft ist dann die Reaktion, bevor ich mich dazu rechne, ist es wirklich besser, sich einzureden, dass ich im Grunde ja eigentlich so viel trinken möchte oder dass es ja immerhin mir noch nicht so schlecht geht, wie es anderen geht oder zu versuchen, dieses Label einfach zu vermeiden. Aber wenn man dann sich den Schuh anzieht, dann fühlt man sich einfach noch extra schlecht, weil man denkt, oh, jetzt bin ich wirklich tief drin, jetzt geht es mir wirklich schlecht. Und wir haben in einer Stichprobe von Menschen mit, die gerade in der Entgiftungsbehandlung oder durch die Entgiftung waren, haben wir versucht, diesen Prozess der Selbststigmatisierung abzufragen und haben geschaut, welche Eigenschaften dann am Ende die Zuversicht prädizieren, dass die Leute sagen, ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann schaffe ich es auch trocken zu bleiben. Da gibt es ein Messinstrument, was verschiedene Situationen abfragt. Trauen sich zu, dass sie der Situation trocken bleiben und das ist etabliert. Und hier auf der linken Seite, das Modell 1, zeigt, dass die Dauer des Problems negativ mit der Zuversicht assoziiert ist. Je länger ich krank bin, desto weniger traue ich mir das zu. Das sind einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dann ist es die Depressivität. Je depressiver ich bin, desto weniger traue ich mir das zu und ein bisschen auch die Anzahl der Entgiftungen, je öfter ich da war, aber das war nicht mehr signifikant. Dann haben wir im Modell 2 diese vorletzte Stufe. Glaube ich, dass ich selber alle möglichen negativen Eigenschaften habe, weil ich trinke? Und je stärker die Leute sich selber negative Eigenschaften zuschreiben, desto weniger trauen sie sich zu, später trocken zu bleiben. Und zwar selbst wenn man für die Dauer der Erkrankung und für die aktuelle Depressivität kontrolliert. Das ist also ein unabhängiger Effekt. Und wenn man dann im letzten Modell stattdessen den Verlust an Selbstwert, also die letzte Stufe der Selbststigmatisierung reinnimmt, dann merkt man, dass das auf einmal der wichtigste Prädiktor der Abstinenzzuversicht ist und dass nur noch die Dauer des Problems dann daneben signifikant bleibt und die Depressivität quasi in diesem Selbstwertverlust schon mit aufgeht. Und damit konnten wir zeigen, dass dieser Prozess der Selbststigmatisierung relevant ist, weil er Leuten, die eigentlich jetzt zuversichtlich sein müssten, weil sie am Ende der Entgiftung ja wieder rausgehen und tatsächlich jetzt ihr Verhalten ändern möchten und nicht mehr trinken möchten, dass die Selbststigmatisierung da eine Hemmung ist. Je stärker die Leute sich diesen Schuh anziehen, ich bin eine schlechte Person, weil ich eine Abhängigkeit habe, desto weniger trauen sich zu, trocken zu bleiben. Und jetzt kommen wir zum strukturellen Stigma.
Und da sind wir gleich wieder beim eigenen Fach, bei der Psychotherapie. Und zwar gibt es ganz viele Psychotherapie-Behandlungsverträge, die man abschließt, wenn man eine Psychotherapie beginnt, wo so ganz selbstverständlich drinsteht, dass man während der Behandlung keine Suchtmittel zu sich nehmen darf, weil man sonst diesen Vertrag verletzt und damit einfach die Voraussetzungen für die Therapie hinfällig werden. Und das ist natürlich schwierig, weil das für jemanden, der zum Beispiel eine Angststörung hat und deshalb trinkt, weil er dann eher unter Leute kann, und das ist ja so, das ist auch sehr häufig so, dass Leute, die eine Angststörung haben, dann anfangen, Substanzen zu konsumieren, dass derjenige, von dem wird also verlangt, dass er zunächst aufhört zu trinken, dann wird also seine Angststörung natürlich schlechter und dann darf er überhaupt erst in die Therapie gehen. Das heißt, irgendwie wird dann verlangt, dass er einen Teil der Behandlung schon vorwegnimmt, um dann überhaupt erst in die Behandlung kommen zu dürfen. Und das ist etwas, was in der psychiatrischen, psychotherapeutischen Behandlung und auch in der Suchtbehandlung selbst gang und gäbe ist, dass man vor der Behandlung eine bestimmte Barriere aufbaut. Das kann einmal sozusagen die Abstinenz sein, es kann aber auch eine Warteliste sein, dass man sagt, ja, wir bieten zwar Suchtbehandlung an, aber dann musst du dich erst immer jeden Tag telefonisch melden oder einmal die Woche telefonisch melden. Und dann, wenn du das immer machst, dann sagen wir dir irgendwann, okay, jetzt nehmen wir dich auf. Oder es gibt unscharfe Konzepte wie Psychotherapiefähigkeit oder so, wo man sozusagen erst eine bestimmte Schwelle nehmen soll, bevor man in die Psychotherapie darf. Und das ist natürlich gut, wenn man das schafft. Und das schafft man natürlich vor allem, wenn es einem nicht so besonders schlecht geht oder wenn man viele soziale Ressourcen hat. Weil dann freut man sich quasi schon auf die Therapie, dann sagt man, gut, dann bleibe ich jetzt abstinent oder dann rufe ich jetzt immer an und dann kriege ich auch meine Therapie. Das kann ich kontrollieren und wenn ich sie dann kriege, dann habe ich es geschafft. Und selbst wenn es mir ein bisschen schlechter geht oder ich weniger Ressourcen habe, dann ist es immer noch so, ich kann das schaffen, wenn ich mich sehr doll anstrenge. Und dann hat man damit auch tatsächlich diesen Effekt, dass die Leute motivierter sind und ein Erfolgserlebnis haben. Das ist für die Leute, die es schaffen, ist das gut. Aber es gibt natürlich Leute, die das nicht schaffen. Sonst bräuchte man ja die Schwelle nicht. Und es gibt auch Leute, die können das von vornherein gar nicht schaffen, weil es ihnen einfach zu schlecht geht, weil die eine zu starke Abhängigkeit haben oder weil sie eine zu starke Komorbidität haben, also eine andere Erkrankung zusätzlich, oder weil sie so wenig soziale Ressourcen haben, weil sie zum Beispiel obdachlos sind oder weil sie so viele soziale Probleme haben, dass schon dieses regelmäßig sich melden aus vielen anderen Gründen scheitert. Und das sind Leute, die man nicht nur nicht behandelt, sondern die man quasi aktiv zurückweist, denen man signalisiert, ihr seid nicht gut genug für die Therapie. Und das ist eine Art der strukturellen Diskriminierung, und zwar besonders von Leuten, die besonders krank sind. Es gibt auch sonst in der Medizin andere Bereiche, wo Menschen mit Suchterkrankungen gerne diskriminiert werden, zum Beispiel wenn es um Lebertransplantationen geht. Viele Leute, die ein Leberversagen haben, haben ein Alkoholproblem in der Vergangenheit, weil das eine Leberzirrhose ist. Und es ist aber, es gibt dann oft solche Regeln, die müssen 6 Monate abstinent sein, bevor sie transplantiert werden. Es gibt aber keine Evidenz, dass man dann wirklich danach eher nichts trinkt oder ob die Leute, die vorher kein Suchtproblem haben, dann genauso zuverlässig nichts trinken. Es gibt eher Studien, die sagen, dass es da gar nicht so davon abhängt und dass eher diese strengen Regeln eine Patientengruppe von vornherein auf die lange Bank schiebt, also die müssen länger warten, haben dann auch ein höheres Risiko an ihrer Lebererkrankung zu sterben als Leute mit anderen Krankheiten. Dann gibt es strukturelle negative Folgen, die wir fast gar nicht vermeiden können, wenn wir behandeln, denn wir müssen ja eine Diagnose stellen, damit behandelt werden darf, damit die Krankenkasse das bezahlt. Aber so eine Suchtdiagnose ist natürlich gar nicht so trivial, denn die steht ja dann im System, in der Akte, die steht in irgendwelchen Briefen. Und wann wird die gelöscht? Ist völlig unklar, die wird eigentlich nie gelöscht. Es gibt kein festes Prozedere, wann Diagnosen systematisch vielleicht nach 5 Jahren ohne Symptome oder nach 10 Jahren, dass sie dann gelöscht werden, sondern die stehen da immer drin. Und wenn man dann wieder in Behandlung geht, dann ist klar, ja, das ist jemand mit einer Abhängigkeit, zum Beispiel seit 10 Jahren abstinent. Aber die Abhängigkeit ist immer noch im System. Es ist auch schwer zu kontrollieren, wo die noch überall hinkommt. Also der Hausarzt bekommt Briefe, wenn dann irgendjemand anders die Versicherung diese Briefe anfordert. Das bleibt dann immer da drin. Und man muss sie ja manchmal auch tatsächlich beibringen, die Diagnosen, wenn man eine Lebensversicherung abschließt zum Beispiel oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine private Krankenversicherung oder eine Zusatzversicherung oder alle möglichen Versicherungen, die das abfragen. Wenn man dann einmal eine Diagnose hatte, dann hat man da einfach sehr viel schlechtere Karten. Im besten Fall wird dann die Versicherung teurer, im schlechtesten Fall bekommt man sie gar nicht.
Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Lebensversicherung abschließen möchte, um einen Kredit abzusichern, weil man sich eine Immobilie kaufen will, aber diese Lebensversicherung nicht bekommt und deshalb den Kredit nicht und so weiter, dann hat das wirklich ganz reale Konsequenzen, die darauf zurückzuführen sind, vielleicht, dass jemand sehr verantwortlich war und sich recht früh mit einem Problem in Behandlung begeben hat, was eigentlich ein total erwünschtes Verhalten ist. Es ist eigentlich höchst verantwortlich, sich mit einem Suchtproblem in Behandlung zu begeben. Und gleichzeitig wird man aber dadurch, dass die Diagnosen oder die Diagnosenvorgeschichte auch in ganz anderen Zusammenhängen verwendet wird, wird man am Ende möglicherweise dafür bestraft. Und das ist strukturelle Diskriminierung. Und dann möchte ich noch ganz kurz ein paar ganz lustige, also lustige, interessante Ergebnisse von unter Studierenden vorstellen oder erwähnen, dass nämlich diese Einschätzung, ob man selber eigentlich ein problematisches Trinkverhalten hat oder nicht, auch ganz stark davon abhängt, wie stark man selber Leute mit Suchtproblemen stigmatisiert oder nicht. Denn je stärker man die selber stigmatisiert, desto weniger riskant schätzt man sein eigenes Verhalten ein. Also desto weniger oder desto größer ist die Schwelle zu sagen, ich könnte da ein Problem haben. Das ist ja auch einleuchtend, denn man müsste sich ja dann zu dieser doch eher unbeliebten Gruppe selber dazu zählen. Zusammenfassend kann man sagen, wenn Stigmatisierung das Ziel hat, die Grenzen akzeptierten Verhaltens aufzuzeigen, also irgendeine soziale Funktion hat, dann wirkt es auf diese drei Ebenen oder auf diesen drei Schienen, öffentliches Stigma, Selbststigma, strukturelles Stigma. Es wirkt dann, wenn es ausgeübt wird. Es wirkt auch dann, wenn es vermieden wird, indem man dann zum Beispiel vermeidet, in Behandlung zu gehen. Das ist ja auch keine gute Lösung. Oder indem man vermeidet, über sein Problem zu sprechen oder indem man sich sozial zurückzieht. Das sind alles Sachen, wo Stigmatisierung das Outcome oder das Befinden der Leute schädigt, ohne dass überhaupt irgendein böses Wort an einer Stelle gefallen ist, weil es ja gar nicht mehr mitkriegt. Und auf diese vielen Arten und Weisen führt Stigmatisierung insgesamt dazu, dass die Suchtprobleme größer werden und nicht kleiner. Dass sie schwerer zu behandeln sind und nicht leichter. Dass die Leute weniger in Hilfe kommen und nicht schneller. Dass also insgesamt das Problem größer wird und nicht kleiner. Und deshalb ist Stigma einfach eine völlig dysfunktionale, ungute Art, auf Suchtprobleme zu reagieren. Und dann als letzter Punkt, es ist auch eine besonders ungerechte Art, denn es geht immer auf die Kleinen. Das hat was mit dem Machtgefälle zu tun, aber auch mit dem Phänomen der Intersektionalität. Dass es oft Leute gibt, die nicht nur eine Eigenschaft haben, die stigmatisiert wird, sondern bei denen mehrere Eigenschaften zusammenkommen. Also die nicht nur eine Suchtkrankheit haben, sondern auch noch arm sind und arbeitslos. Und dann sind sie schon aus drei Gründen stigmatisiert und dadurch werden die Stigmafolgen noch viel gravierender. Das trifft möglicherweise auch auf Genderfragen zu. Ja, dass wenn man eine Frau ist oder einer anderen Gender Minority angehört, dass man dann stärker stigmatisiert wird, wenn man auch noch ein Suchtproblem hat. Oder wenn man die Vorgeschichte hat, kriminell zu sein und so weiter. Also es gibt verschiedene Eigenschaften und das führt einfach dazu, dass Stigma am wenigsten die trifft, denen es insgesamt relativ gut geht und am stärksten die trifft, denen es insgesamt relativ schlecht geht. Ja, und jetzt ist die wichtige Frage, wie kann man es jetzt eigentlich besser machen? Und da zitiere ich aus dem Memorandum, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es geht ja offensichtlich nicht darum zu sagen, Suchterkrankung, das ist eigentlich gar kein Problem. Es ist klar, das ist ein Problem. Es ist sogar ein massives Problem. Aber es geht darum, bessere Lösungen für das Problem zu finden, weil Stigmatisierung einfach keine gute Lösung ist, sondern eine Lösung ist, die vielleicht in leichten Fällen dazu führt, dass sich jemand zusammenreißt. Aber für alle Leute, die ein relevantes, ein schweres Problem haben oder die Angst davor haben, mit dem Problem identifiziert zu werden und so weiter, also eine ganze Latte von negativen Folgen hat, die das Problem insgesamt größer macht. Das heißt, um mit Suchtkrankheiten gut umzugehen, dürfen wir nicht abwerten, wir dürfen nicht ausgrenzen, wir dürfen nicht versuchen, immer zu disziplinieren, also immer einen draufzusetzen, sondern wir müssen versuchen, Leute wertzuschätzen, sie zu befähigen, das ist Empowerment. Und diese Haltung muss eigentlich im Zentrum von Behandlung und Prävention im Umgang mit Suchtkrankheiten stehen. Und dafür ist es nochmal wichtig, sich klarzumachen, die Frage der Verantwortung. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass es jemand mit der Suchtkrankheit besser geht? Derjenige, der die Krankheit hat oder das Umfeld? Und wie Sie sich vorstellen können, sind es irgendwie beide und zwar ist das ein dynamisches Verhältnis. Je schwerer ich krank bin, desto geringer ist die Verantwortung, die ich selber übernehmen kann. Also wenn ich selber zum Beispiel intoxikiert bin und auf der Straße aufgefunden werde,
ja, halb bewusstlos, dann kann ich in dem Moment überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. Dann brauche ich das Umfeld, das den Krankenwagen ruft. Wenn ich sehr schwer abhängig bin und immer wieder rückfällig werde, dann brauche ich ein strukturiertes Umfeld, was mir hilft, mein Verhalten zu ändern. Ja, dann ist es eine Überforderung zu sagen, du musst jetzt erstmal aufhören zu trinken oder du musst dich jetzt erstmal wochenlang immer wieder melden und dann helfen wir dir vielleicht. Ja, dann braucht man Hilfe von außen. Umgekehrt ist es so, der Weg von Recovery, dass es einem immer besser geht, das merkt man auch daran, dass derjenige immer mehr Verantwortung wieder selber übernehmen kann. Und dann nimmt natürlich die Verantwortung des Umfeldes ab. Das heißt, erstmal müssen wir als Umfeld auch mal unsere Verantwortung übernehmen. Und die hat tatsächlich schon was mit unserem eigenen Umgang mit Suchtmitteln zu tun. Denn also zum Beispiel Alkoholkonsum oder Nikotinkonsum oder Cannabiskonsum oder jeder Konsum, Ecstasy, was immer, das ist immer allgemein, ist normal verteilt. Und beim Alkohol wissen wir, es gibt sozusagen einen großen Bereich, den wir als unkritisch einordnen. Und dann gibt es einen Risikobereich. Und das ist einfach das Ende der Normalverteilungskurve. Und wenn wir jetzt insgesamt weniger trinken, als Gesellschaft, dann gibt es insgesamt auch weniger Leute, die in diesen Risikobereich fallen. Das nennt sich Shifting the Curve und das ist ein bewährter Public Health Ansatz, dass man, wenn man ein Problem in den Extremen lösen möchte, oft gut daran tut, das Problem insgesamt in der Gesellschaft zu reduzieren. Und das ist bei dem Konsum von Suchtmitteln einfach offensichtlich, dass das der Ansatz wäre. Insbesondere, weil wir in Deutschland ziemlich viel konsumieren, zum Beispiel Alkohol. Das ist eine europäische Landkarte, wo Liter reinen Alkohols pro Kopf abgebildet sind. Und Sie sehen, zusammen mit Österreich sind wir da ganz weit vorne. Umgekehrt sind wir bei öffentlichen Policies, die jetzt den Alkoholkonsum verringern, total weit hinten. Zum Beispiel auf alkoholischen Getränken, da stehen keine Zutaten. Da stehen auch keine Kalorien drauf, da steht auch keine Gesundheitsinfo drauf. Also auf jedem Maßriegel steht drin, wie viele Kalorien der hat und wie viel davon Kohlenhydrate sind und so weiter. Das steht aber auf der Weinflasche nicht, was ja lustig ist. Ja? Also ist eigentlich total unsinnig, aber ist einfach einer starken Alkohollobby geschuldet. Dann gibt es Länder, es gibt ja eine Steuer auf Alkohol, aber nicht auf Wein. In den Ländern, die hier aufgeführt sind, also zum Beispiel in Deutschland, was wahrscheinlich auch kulturelle Gründe hat. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo andere Länder wesentlich schärfere Policies haben, was Suchtmittel angeht, als die Bundesrepublik, wo man einfach noch sehr viel machen kann, wo einfach auch die Gesellschaft wesentlich mehr Verantwortung für einen gesunden Konsum übernehmen könnte. Dann müssen wir uns natürlich das Hilfesystem anschauen. Was könnte man da tun, um es Leuten leichter zu machen, früher Hilfe zu suchen? Man müsste die Beratung, die ja oft an erster Stelle stehen, niederschwelliger machen, indem man zum Beispiel die Suchtberatung auch in die andere Beratung integriert. Denn häufig haben die Leute ja eben nicht nur ein Suchtproblem, sondern gleichzeitig ein Schuldenproblem oder ein Beziehungsproblem oder ein Arbeitsproblem und so weiter. Gibt es also eine ganze Reihe von Problemen. Und es wäre vielleicht besser, wenn man allgemein also sozusagen eine Problemberatung macht, wo auch Suchtberatung, also Suchtprobleme mit abgefragt werden, als die Leute jetzt zu nötigen, extra in so eine Suchtberatung zu gehen, was einfach doch mit einer gewissen Schwelle verbunden ist. Dann ist es immer total sinnvoll, Leute einzubeziehen, die selber Erfahrung haben mit Suchtkrankheiten, weil die Niederschwelligkeit wirklich vermitteln. Die sind viel leichter anzusprechen, weil klar ist, die werden mich jetzt nicht verurteilen, denn die haben das ja selber durch. Und weil auch Services, Services, fällt mir gerade kein besseres Wort ein, die solche Leute integrieren, wesentlich besser funktionieren. Dann ist es in der Behandlung schon wichtig, dass man sich auf pragmatische, möglicherweise Teilziele einigt und nicht so ein Alles-oder-Nichts-Herangehensweise hat, weil die im Zweifelsfall einfach die Leute unbehandelt lässt, denen es am schlechtesten geht. Moderne Suchtbehandlung bezieht immer die Community mit ein. Da gibt es gute Konzepte, wie zum Beispiel den Community Reinforcement Approach, wo es dann darum geht, wenn ich jetzt auf das Suchtmittel verzichte, warum mache ich das eigentlich? Da muss man ja überlegen, was mache ich denn stattdessen? Und dann muss man die Leute dabei unterstützen, dass sie wieder in attraktive Aktivitäten reinkommen, dass sie in Vereine reinkommen, in Sportvereine oder dass sie ein Hobby wieder anfangen können oder dass sie, also verschiedene Sachen, dass sie wieder integriert werden, um die Abstinenz zu unterstützen, indem man einfach diese Lücke füllt, die dann entsteht. Man muss Substanzen entkriminalisieren. Das ist deutlich, weil die Kriminalisierung
ja eher dazu führt, dass auch Präventions- oder Behandlungsangebote nicht in Anspruch genommen werden. Das muss man aber begleiten mit einer guten Präventionsstrategie, weil dieses Beispiel aus der Cannabis-Legalisierung ja auch zeigt, dass das durchaus auch dann zu unerwünschten Folgen führen kann. Dann muss man immer auf die Komorbiditäten achten, dass man nicht Leute sozusagen nur als Suchtkranke sieht, sondern einfach sieht, dass da oft auch andere Probleme sind. Und das hat dann wiederum damit zu tun, wie wir eigentlich Suchtkrankheiten konzeptionalisieren. Und das sind jetzt Dinge aus einem Medienleitfaden, den wir gerade arbeiten. Das ist ein Projekt des Gesundheitsministeriums, wo man merkt, dass in der Mediendarstellung doch oft so Stereotype oder eine sehr einseitige Darstellung von Suchtkrankheiten einfach so unwillkürlich immer weitergetragen wird. Zum Beispiel, dass Behandlungserfolg immer nur daran gemessen wird, ob jemand trocken bleibt oder nicht. Also wenn man trocken ist, hat man Erfolg. Und wenn man rückfällig wird, hat man versagt. Aber wir wissen ja, dass jede Reduktion zählt. Jeder Tag ohne Konsum, jeder Tag mit weniger Konsum. Es gibt so viele Schritte, die immer eine Verbesserung sind, sodass es einfach, wie soll man sagen, man macht sich einfach seine Erfolge kaputt, wenn man die verneint. Dann gibt es dieses Vorurteil der Willensschwäche, dass man sagt, Leute mit Suchtkrankheiten sind besonders willensschwach. Aber wenn man Verhaltensänderungen aufgrund einer ärztlichen Intervention sich anschaut bei medizinischen Krankheiten, die was mit dem Verhalten zu tun haben, zum Beispiel Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, dann ist es ein konsistenter Befund, dass etwa 30% der Leute dann tatsächlich auf so eine Ermahnung hin ihr Verhalten ändern. Und das ist bei Suchtkrankheiten nicht anders. Das heißt, es ist grundsätzlich für uns alle schwer, Verhalten zu ändern. Bei der Sucht kommt dann oft die körperliche Abhängigkeit noch dazu, das macht es noch schwerer. Aber wir müssen ja nicht, alle nicht so tun, als ob wir sozusagen jetzt einfach uns vornehmen, wir machen jetzt jeden Tag Sport und dann machen wir es auch. Oder wir essen keine Süßigkeiten mehr oder so. Also es ist klar, Verhaltensänderung ist eine schwierige Sache und da machen Suchtkrankheiten keine Ausnahme und sind aber auch keine Ausnahme. Dann ist immer dieses Vorurteil, dass Sucht immer was mit sozialem Abstieg oder unterer sozialer Klasse zu tun hat. Das ist natürlich nicht so. Man sieht es einfach bei Leuten mit weniger Ressourcen mehr. Also die Leute, die vormittags nichts zu tun haben und deshalb vor dem Supermarkt stehen und da zusammen ihr Bier trinken, da sieht man das. Aber die Leute, die immer zur Arbeit gehen und auf der Arbeit heimlich ihren Flachmann benutzen, also daraus trinken, damit sie nicht entzückig werden, die sieht man eben viel weniger, aber die gibt es natürlich auch. Und dann ist nochmal ein wichtiges Ding das mit der Prognose. Es gibt wirklich dieses Vorurteil, dass wenn man einmal suchtkrank ist, dass man dann immer suchtkrank ist. Und das ist tatsächlich nicht richtig. Es gibt epidemiologische Studien, die im Langzeitverlauf Leute immer wieder untersucht haben und da ist es so, dass Leute, die zum Zeitpunkt Null die Kriterien einer Abhängigkeit erfüllt haben, einer Alkoholabhängigkeit, also 10 Jahre später sind über 50% von denen nicht mehr abhängig, obwohl die nie in Behandlung waren. Das heißt, es hat sich irgendwie doch auch ausgewachsen. Und dann gibt es Studien, die sagen, dass wenn man zwischen 18 und 25 Jahren die Kriterien einer Alkoholabhängigkeit erfüllt, mit 30 Jahren sind 85% dieser Leute erfüllen die Kriterien nicht mehr. Das heißt, es ist durchaus etwas, was sich wieder ändert. Wir sehen natürlich in der Klinik oft die Fälle, die schweren Verläufe, wo es sich tatsächlich über viele Jahre nicht ändert. Aber auch da ist es so, dass Leute Phasen haben, wo sie sehr viel trinken und immer wieder kommen und dann irgendwas passiert und man dann doch lange Abstinenzphasen hat und man dann immer wieder einfach Verbesserungen erreichen kann. Und jetzt ganz zum Schluss, um jetzt auch sozusagen wieder auf Sie zu sprechen zu kommen, was tue ich eigentlich selber in meinem eigenen Umfeld, wenn ich das Gefühl habe, andere Leute könnten ein Suchtproblem haben? Und dann wäre erstmal das Wichtigste, das Problem anzusprechen. Und da ist jetzt sozusagen der Profi-Tipp, Ich-Botschaft ist besser als Du-Botschaft. Also nicht, du trinkst zu viel und du kiffst zu viel, sondern ich mache mir Sorgen. Also wenn man mit dem Satz mit Ich anfängt, kann man eigentlich fast alles sagen. Und es ist für den anderen viel besser zu hören oder viel besser anzunehmen. Dann ist es immer gut, weniger zu konsumieren. Ja. Und da muss man bei sich selber natürlich anfangen. Und dann ist es auch immer gut, sich selber zu fragen, wie viel will ich eigentlich wirklich konsumieren? Denn es ist schon auch klar, dass man eigentlich meistens so viel konsumiert, wie die Leute im Umfeld konsumieren. Und wenn man in einem Umfeld ist, was viel konsumiert, konsumiert man auch viel. Und man sollte sich immer überlegen, was will ich eigentlich selbst? Und dann ist es am Ende so, wer Hilfe in Anspruch nimmt, ist stark und nicht schwach. Und über Sucht zu sprechen ist schwer, aber über die Konsummenge zu sprechen ist eigentlich viel einfacher. Ich glaube, das ist ein besserer Einstieg, um solche Probleme anzusprechen. Und damit, genau, mit dieser letzten Folie, die deutlich macht, wir hören und sehen viel über Suchtkrankheiten und sprechen wenig drüber, wir sollten es aber tun, bin ich am Ende der Vorlesung und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben.
Ich würde sagen, im Gegenteil. Ich finde das tatsächlich gut. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und zwar erzähle ich das dem Klienten oder erzähle ich das dem nicht. So oder so versetzt es sich ja in der Lage, die Probleme besser zu verstehen, und die Klienten spüren ja, ob jemand, mit dem sie sprechen, ob der selber Lebenserfahrung im weitesten Sinne hat. Also ob der da das verstehen kann oder nicht. Also ich glaube, dass es ein großes Plus ist. Die Offenlegung von eigener Suchterkrankung ist natürlich noch ein viel größerer Schritt. Aber ich habe auf einer Konferenz einen wahnsinnig beeindruckenden Kollegen aus Schottland erlebt, der als Allgemeinarzt gearbeitet hat, dann eine Alkoholabhängigkeit entwickelt hat, dann mehrmals versucht hat zu entgiften, immer wieder rückfällig geworden ist und dann über so eine Hilfsorganisation, wo Leute mit eigener Betroffenheit sich gegenseitig helfen, dann tatsächlich davon weggekommen ist und jetzt selber Suchttherapie in so einem peer-geleiteten Service machen. Diese Struktur gibt es in Schottland und er ist da sehr erfolgreich. Die sind sehr erfolgreich damit, weil sich Klienten eben in so einem Umfeld besser fühlen und gleichzeitig auch ein höheres Maß an zwischenmenschlicher Verbindlichkeit da ist, wenn man gemeinsam diese Erfahrung teilt. Und das ist was man in einem klassischen therapeutischen Setting ja nicht so richtig substituieren kann. Also deshalb ist sozusagen die Peer-Arbeit ist total wichtig. Und ich halte es für überhaupt gar nicht ausgeschlossen, sondern eher für sozusagen die Königsdisziplin, wenn man es schafft, seine eigene Identität als jemand, der ein Problem hinter sich gelassen hat, dann auch in die eigene Arbeit zu integrieren. Ja. Genau, und deshalb sind die anonymen Alkoholiker auch wirklich erfolgreich. Also die Selbsthilfe kann man gar nicht überschätzen in ihrer Wirksamkeit. Auf der anderen Seite haben die anonymen Alkoholiker jetzt als spezifische Selbsthilfeform so ein paar Prämissen, die man auch problematisch finden kann. Dass man nämlich immer wieder die eigene Machtlosigkeit betonen muss, dass man der Sucht ausgeliefert war, dass man es immer so ein bisschen ein zu Kreuze kriechen ist. Was dem Gedanken, dass man eigentlich die Selbstwirksamkeit der Betroffenen stärken möchte, dem so etwas entgegensteht. Gleichzeitig, also da muss man, glaube ich, dann als Betroffener einfach das finden, was einem sympathisch ist. Und das funktioniert dann auch. Denn es ist zweifellos so, dass Selbsthilfe oder auch die Vermittlung durch Leute mit Erfahrung, es gibt auch so Lotsen zum Beispiel, also ein Lotsennetzwerk, das sind Leute, die eine Abhängigkeitserkrankung hinter sich haben und die sich dann um Leute, die das noch nicht hinter sich haben, kümmern und denen helfen, in Hilfe zu kommen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn ein Rückfall droht und so weiter. Solche Netzwerke sind wahnsinnig hilfreich. Ja. Und natürlich wäre das Ziel eigentlich, also Suchtkrankheiten sind ja sehr, sehr häufig, deshalb gibt es auch sehr viele Leute, die das hinter sich haben, dass das so selbstverständlich ist, dass es auch gar nicht mehr so ein großes Ding ist, zu sagen, ja, übrigens, ich hatte das früher auch mal, aber guck mir an, es geht mir jetzt gut. Solche Beispiele wären ja sehr, sehr ermutigend und würden das Ganze so etwas normalisieren und werden aber gleichzeitig durch die Stigmatisierung von Suchtkrankheiten so schwer gemacht. Man muss immer noch sehr, sehr, sehr mutig sein, um eine eigene Suchtkrankheit offen zu legen. Also die allermeisten Patienten kommen freiwillig in die Klinik. Auch die Leute mit den Suchtkrankheiten ist eher so, dass wir da eine Warteliste haben. Also es ist eher so, dass mehr Leute gerne kommen würden, als tatsächlich Platz haben. Dann ist es so, dass wir natürlich viele Leute mit anderen psychischen Krankheiten haben, die möglicherweise auch ein leichteres Suchtproblem haben, von dem wir vielleicht gar nicht wissen. Das heißt, sie sind dann in unserer Klinik und wir wissen gar nichts davon, weil es vielleicht doch zu schambesetzt ist, darüber zu sprechen oder man doch dann fürchtet, dass man anders behandelt wird, wenn man über sein Suchtproblem redet. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die psychiatrische Klinik ist sozusagen das Ende der Versorgungskette, wo wir Leute behandeln, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und davor gibt es ja noch sehr viele andere Schritte. Das fängt bei der Beratungsstelle an, die Hausärzte spielen eine wichtige Rolle, es gibt ambulante, auch fachärztliche Angebote und so weiter.
Ja, das ist ja, also in der Opiatbehandlung ist das gang und gäbe, da ist das Standard. Die Substitutionstherapie ist inzwischen akzeptiert. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass es eine sehr starke Bewegung gab von Ärzten, die das gerne gemacht haben in den 80er, 90er Jahren. Die werden jetzt alle älter und von den jüngeren Kollegen haben viele nicht mehr so richtig Lust, sich mit dieser Klientel auseinanderzusetzen. Also sozusagen, also wirkt tatsächlich die Stigmatisierung der Krankheiten dahingehend, dass es schwierig ist, Ärzte zu finden, die Substitutionstherapie machen. Aber, also da sind wir tatsächlich gerade eher dabei, ein bisschen zurückzugehen. Aber das gibt es schon lange. Ansonsten, auch bei Medikamentenabhängigkeiten ist es oft so, dass man erstmal reduziert und so weiter. Bei der Alkoholabhängigkeit ist es so, und das hat sich auch eben auch als pragmatisch, als am erfolgsversprechendsten entpuppt, dass man erstmal auf Abstinenz geht, ja? Dass man erstmal eine Entgiftung macht. Das ist bei Alkoholabhängigkeit auch nicht so schwierig, weil man mit Benzodiazepinen Medikamente hat, mit denen man die Entzugssymptome also kopieren kann. Das heißt, man kann den Entzug in der Klinik gut verträglich machen und danach ist man einfach auf Null. Dann schleicht man die Medikamente aus und danach ist man entgiftet und hat dann auch keine Entzugserscheinung mehr. Und dann geht es darum, diesen Zustand zu stabilisieren. Und das ist natürlich eine super Chance. Genau. Es gibt aber Patienten, bei denen das dann immer wieder nicht funktioniert und die dann tatsächlich auch längerfristig gut damit fahren, dass sie zum Beispiel ein Bier am Tag trinken. Was dann einfach, was die Gesundheitsgefahren angeht, viel weniger schlimm ist, als wenn sie eine Flasche Wein trinken. Und das ist dann eine individuelle Entscheidung. Das ist total schwierig. Das ist ja auch tragisch, weil das einfach zeigt, wie sehr die Person selber Opfer der eigenen Annahmen über stigmatisierende Haltung oder der eigenen Einstellung geworden ist, weil es so schrecklich ist, zuzugeben, man könnte ein Suchtproblem haben, dass man sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt und ganz lange versucht, das eben zu verleugnen oder zu negieren. Und da kann man natürlich dann auch erstmal nichts machen. Also man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, anders über sich selber zu denken. Man muss dann eingreifen, wenn es zu Zuständen kommt, wo die Person sich selber oder andere akut gefährdet. Dann gibt es sozusagen die Pflicht zu helfen und dann auch möglicherweise gegen den Willen der Person, also jemand, der völlig betrunken ist und droht aus dem Fenster zu springen, den würde man jetzt daran hindern und würde den in die Klinik bringen. Oder jemand, der in der Stadt rumläuft, betrunken und man nicht weiß, läuft er jetzt vors Auto oder es ist kalt draußen, erfriert derjenige. Also es gibt immer Situationen, wo wirklich Gefahr in Verzug ist und wo man sagen muss, so jetzt muss derjenige zumindest erstmal in die Notaufnahme und da wird er dann psychiatrisch gesehen und dann kann man entscheiden, wie es weitergeht. Aber sonst ist es schwierig und schmerzhaft, ja. Ja, genau. Also ich glaube, Cannabis ist die Substanz, wo da am meisten gerade in Bewegung ist. Und die ist quasi, also im Moment ist ja die Regel, man darf eine bestimmte, es ist immer noch verboten, das zu haben, aber es wird nicht verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt erwischt werde mit meiner für mich vorgesehenen Portion Cannabis, dann passiert mir nichts. Und das ist insofern gut, weil ich dann mich vielleicht eher traue, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also wenn ich jemand für den Besitz von Drogen bestrafe, dann ist es für den wesentlich schwieriger, in die Notaufnahme zu gehen und zu sagen, ich habe ein Drogenproblem, ich brauche jetzt Hilfe. Dann könnte es ja sein, dass er dafür sanktioniert wird. Das heißt, also Entkriminalisierung ist eine Stufe weniger stark als Legalisierung. Legalisierung heißt, es wäre erlaubt. Entkriminalisierung heißt einfach, es wird jetzt nicht mehr verfolgt. Und insgesamt ist das ein komplexes Feld, wo man sich sehr genau überlegen muss, welche Maßnahmen man wie und flankiert durch welche Präventionsmaßnahmen man wie unternimmt. Es gibt Länder wie zum Beispiel Portugal, wo man da sehr weit gegangen ist und wo man das aber, also die Entkriminalisierung des Besitzes von kleinen Mengen auch harter Drogen damit verbunden hat, dass es ein sehr intensives, aufsuchendes Hilfesystem gab, wo also Abhängige immer wieder angeboten wird, dass sie Hilfe bekommen. Und damit hat man es schon geschafft, die
die Nebenwirkung einer der kriminellen Strukturen zu verringern und die schweren Komplikationen von Konsum zu verringern. Ja. Also insgesamt ist es erfolgreich, auch wenn es natürlich das Problem jetzt nicht komplett löst. Aber die andere Frage ist natürlich, wir werden das Problem von Substanzen nicht komplett lösen. Also ich glaube, das wollen wir auch nicht komplett lösen. Also es gibt ja durchaus auch einen Bedarf und ein Bedürfnis, berauschende Substanzen zu konsumieren. Und das ist vielleicht was, wo wir vielleicht einfach einen Umgang lernen müssen. Und es ist schon klar, dass wir in Deutschland, gerade was Alkohol angeht, einen besonders schlechten Umgang haben. Es gibt Länder, die mediterranen Länder, da ist das viel stärker in die Lebensart integriert, da wird mehr in Gesellschaft und nicht alleine getrunken, da ist Rauschtrinken verpönt zum Beispiel. Das ist so, dass da auch insgesamt schwere Alkoholprobleme seltener sind und umgekehrt auch Alkoholkonsum weniger stark stigmatisiert ist, während es in Ländern mit so einer sehr auf den Rausch ausgerichteten Trinkkultur, wo es auch um harten Alkohol geht und um wenig kulturell, also gesunde kulturelle Einbindung von Alkoholkonsum, ein höheres Stigma gibt, aber auch einen höheren insgesamt Alkoholkonsum und auch stärkere damit verbundene Probleme. Aber das war, glaube ich, jetzt schon nicht mehr die Frage, bin ich schon wieder ins Erzählen gekommen. Ja, nee, das habe ich gut verstanden. Das ist, ich meine, der zweite Teil der Frage ist ja eine Aufforderung an uns alle. Also es ist ja, wir müssen ja dafür sorgen, dass jemand, der sagt, ich hatte mal eine Abhängigkeit, ich bin darüber weggekommen, das ist ja eine Heldengeschichte. Das sind ja Leute, die was geschafft haben, was andere nicht geschafft haben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und auch aus meiner klinischen Erfahrung weiß ich, dass Leute, die so eine Suchterkrankung überwunden haben, das sind total beeindruckende Personen. Die haben einfach eine hohes Maß an Lebens- und Krisenerfahrung und eben dann auch an Resilienz- und Krisenüberwindungserfahrung. Und das ist was, was eigentlich sehr attraktiv ist. Und deshalb, gleichzeitig kann ich aber jetzt niemandem einfach so raten, ja, dann erzähl es doch einfach allen, denn man kann es ja schlecht kontrollieren, wie die anderen reagieren. Und das muss man vielleicht ausprobieren. Man muss sich wahrscheinlich überlegen, wem man das interessiert, aber es ist natürlich schon eine große Chance, durch die eigene Geschichte dann selber dazu beizutragen, dass die Probleme normaler werden und vor allem, dass sie wegkommen von diesem einmal abhängig, dann ist alles vorbei Image, sondern eher, das ist eine schwere Krise, aber da kann man rauskommen und da kann man auch gestärkt rausgehen. Das ist ja eigentlich der Punkt. Und dieses Bild kann man natürlich nur haben, wenn man das irgendwo gesehen hat. Und um das zu sehen, müssen Leute, die das hinter sich haben, mutig genug sein, das zu erzählen. Und insofern würde ich sie da gerne sehr ermutigen, aber ich sehe auch das Risiko, was damit verbunden ist. Gesund ist ja auch breit, ja, und dann ist auch die Frage, wie viel ist mir der Spaß wert und was sind die tatsächlichen Risiken? Und das muss man dann einfach individuell abwägen, meine ich. Ja, es gibt von der WHO ja Empfehlungen. Die sind beim Alkohol, finde ich, recht großzügig. Also das schließt jetzt Gesundheitsschäden tatsächlich nicht aus. Auch langfristige, also jetzt gerade das krebserregende Potenzial von Alkohol ist einfach da, auch bei geringen Mengen, die man regelmäßig trinkt. Aber gleichzeitig ist es eben was, auf was man auch nicht verzichten möchte. Und dann muss man, genauso wie man sagt, Straßenverkehr ist mit einem gewissen Gesundheitsrisiko verbunden und trotzdem fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit, auch wenn es viel unsicherer ist, als mit der Straßenbahn zu fahren. Weil das ist es mir wert, ich fühle mich dann einfach besser. Also muss man wahrscheinlich auch bei seinem Substanzkonsum dann Abwägungen treffen. Und was jetzt so Grenzwerte angeht, da würde ich jetzt an die WHO verweisen und trotzdem mir klar machen, dass das jetzt auch nur ist irgendwie eine Konvention. Es ist nicht, dass man, wenn man innerhalb der Grenzwerte ist, überhaupt gar kein Risiko hat und wenn man ein bisschen drüber ist, auf einmal ein ganz schweres Risiko, sondern einfach je mehr, desto riskanter und je weniger, desto besser. Das ist halt die Frage.
Also das ist tatsächlich auch wieder eine pragmatische Frage, mit welcher Strategie man den meisten Schaden verhindert. Ich persönlich, aber es ist jetzt eine Meinung, glaube, dass tatsächlich ein regulierter staatlicher Verkauf flankiert von guter Präventionsarbeit ein besserer Weg ist als ein unkontrollierter Schwarzmarkt mit einer Prävention, die irgendwie meistens an der Lebenswirklichkeit der Konsumenten doch vorbeigeht. Also fast alle konsumieren, auch illegal. Also es ist ja gar nicht so, dass jetzt die Leute, die illegale Drogen nehmen, dass das irgendwie eine Randgruppe wäre. Das sind fast alle, die auf irgendwelche Amphetamine mal nehmen oder irgendwelche anderen Partydrogen oder so. Es ist so normal, dass man fast Augenwischerei, wenn man sagt, dass man durch eine Legalisierung da irgendwie Hemmschwellen niedrig macht. Ich glaube eher, dass man da eine Chance hat, einen risikobewussteren Konsum zu ermöglichen. Aber am Ende muss man es untersuchen. Und es gibt da jetzt Staaten, wo das passiert, was Cannabis angeht. Und da gibt es auch Untersuchungen, zum Beispiel aus Kanada. Und die sagen ganz klar, private Retailer sind wesentlich effektiver darin, Cannabis auch an Leute, also an zu verkaufen. Das heißt, in Gegenden, wo das privatisiert worden ist, ist der Konsum höher als in Gegenden, wo es ein staatliches Verkaufsmonopol gibt. Und das wäre eindeutig ein Grund, da einen staatlichen Verkauf zu bevorzugen, zum Beispiel. Genau, aber sowas muss man wahrscheinlich dann untersuchen und dann natürlich auch immer wieder nachsteuern. Das ist ein Public Health, ist einfach auch datengetrieben, und was solche Legalisierungsstrategien angeht, muss man dann erstmal Dinge versuchen und dann Daten erheben und dann auch wieder Strategien nachjustieren. Ich glaube, das ist immer noch besser, als auf irgendwelche Glaubenssätze zu beharren und dann einfach immer so weiterzumachen wie bisher. Ja, die ist total gut, die Frage, und ich kann sie tatsächlich nicht, also es gibt diese Beschämung nicht, und wenn man dann versucht, sich das konkret vorzustellen, kommt man auf ganz viele Probleme. Es ist viel einfacher, eine Diagnose zu stellen, als irgendwann zu sagen, die Diagnose liegt nicht mehr vor, weil man, ja, also gerade wenn das dann solche so starke rechtliche Konsequenzen hat, denn es ist ja, könnte ja auch missbraucht werden, zum Beispiel, dass jemand einfach jetzt mir erzählt, er trinkt nichts mehr, und da müsste ich dem ja nachweisen, dass er trinkt oder das und so weiter. Das ist schwierig. Gleichzeitig halte ich es aber trotzdem für wichtig, also eigentlich müsste es einen Automatismus geben, dass bestimmte Diagnosen nach einer Zeit verschwinden, wenn es nicht mehr zu einer Behandlung deswegen gekommen ist, zum Beispiel. Gibt es aber nicht, ist auch nirgends auf der Tagesordnung, ist sozusagen ein Thema, was noch unbeachtet ist. Aber Sie und ich, wir sollten das gemeinsam weiter voranbringen. Ja, also ganz klares Ja, aber vererbbar ist eben auch nicht schwarz oder weiß. Es werden immer Risiken vererbt, und es gibt auch genetische Risiken für Suchtkrankheiten, also gerade bei der Alkoholabhängigkeit ist das zum Beispiel, wenn man Alkohol besonders schnell abbaut, also ihn gut verträgt, dann führt das dazu, dass man mehr trinkt als andere, um die Wirkung zu haben, und dann kommt es aber schneller zu dieser Toleranzentwicklung, und also man entwickelt dann eher eine Sucht. Darüber hinaus hat es natürlich auch viel mit biografischen Erfahrungen zu tun, und es ist einfach eine sehr schwierige und belastende Erfahrung, wenn man in einer Familie groß wird, wo es Suchtprobleme gibt. Und natürlich hat man dann ein höheres Risiko, selber psychische Krankheiten zu entwickeln und eben auch selber eine Suchtkrankheit zu entwickeln. Das ist dann oft besonders fies, also im Sinne einer Stigmatisierung, weil Leute, die selber so unangenehme Erfahrungen als Kinder gemacht haben mit einem Elternteil, der oder die suchtkrank war, und dann merken, dass sie selber so werden, die stigmatisieren sich noch viel stärker selbst. Weil die das eigentlich das war, was sie auf keinen Fall. Also wollten sie eigentlich wirklich nicht werden. Das heißt, das ist dann nicht genetisch vererbt, sondern das ist dann sozusagen das sind biografische Risikofaktoren. Aber wie das immer mit solchen Vererbungs- oder Risikofaktorsachen sind, das ist kein Urteil, dass es auf eine bestimmte Art und Weise laufen muss, sondern das sind einfach nur
Risiken, die verstärkt werden können durch andere Dinge, die im Laufe des Lebens passieren und die man aber auch, denen man auch begegnen kann durch Prävention oder durch Frühintervention oder dann durch Behandlung. Also das sind jetzt ja wirklich schon Policy Proposals sozusagen, die da verlangt werden. Das müsste man sich nochmal genau überlegen. Natürlich gibt es auch immer das Argument, das sind wichtige Informationen, die müssen ja auch irgendwo gesichert werden. Es gibt auch so Initiativen, die sagen, im Grunde muss auch jeder Patient selbst eine Hoheit über seine Diagnosen haben. Also es muss eine elektronische Patientenakte geben, die der Patient kontrolliert, also wo er zumindest kontrolliert, wer was davon lesen darf. Also da gibt es verschiedene Ansätze und ich würde sagen, das ist einfach ein wichtiges Feld, weil die Nachteile, die man durch so eine Diagnose hat, auch lange nachdem die Krankheit überwunden ist und man eigentlich durch die Krankheit gar nicht mehr betroffen ist, sondern nur noch geschädigt wird durch diese Diagnose, das ist einfach klar. Und das ist was, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Diagnose Teil der Hilfe ist und nicht ein Ballast, der einem anhängt und einen immer weiter runterzieht. Und das ist ein ungelöstes Problem, aber ich habe jetzt auch keine einfache Lösung. Genau. Aber ja, das kann man. Und da gibt es auch über die, es gibt ja verschiedene Bereiche, über, man kann sich bewerben über die Uni. Ich glaube, dass über die Uni Medizin, da gibt es ein, im Portal ein Praktika, Formulaturen und so weiter, da kann man sich bewerben und kann sagen, wo man das gerne machen möchte und dann wird man zugeteilt. Danke Ihnen dafür und würde mich sehr freuen, wenn wir das nächste Woche wieder genauso hinkriegen und wir Sie auch wieder begrüßen dürfen. Haben Sie einen schönen Abend, auf Wiederschauen, Wiederhören, Wiedersehen.